Willkommen bei OFF 2 Dialog und ich befinde mich gerade am Starnberger See, einer der schönsten Gegenden in Bayern, im kleinen Ort Tutzing. Und hier gehe ich ins Kino, denn das Kino wird betrieben von Michael Teubig. Und Michael Teubig gilt als der Fachjournalist zum Thema Filmkopien auf Super 8. Und ich habe natürlich eine ganze Reihe an Fragen im Gepäck zu der Zeit, als Super 8 noch Massenmedium war. Und ich bin sehr gespannt, was er mir dazu erzählen kann. Herr Teubig, Sie gelten ja als Spezialist für Super 8 Filmkopien. Was würden Sie sagen, differenziert Super 8 als Medium von zeitgenössischen Medien? Also einmal ist es ein schöner analoger Träger. Das Wort analog kennen heute viele Leute schon gar nicht, weil ja alles digital ist, jede DVD, alles Mögliche. Es ist halt etwas, was man anfassen kann. Man hat eine Spule, man hat einen Film, den man einfädelt, man muss sich schon Mühe geben, dass der Projektor läuft und man hat das große Bild schon immer gehabt. Heute gibt es natürlich Fernseher, die, ich weiß nicht, 2 Meter breit sind und noch mehr, die mit der DVD oder Blu-ray auch ein tolles Bild machen. Aber das ist die Neuzeit. Wir reden ja eigentlich von der früheren Zeit. Das war das Faszinierende, das hat unterschieden. Man konnte Kino spielen. Super 8 kam ja Ende der 60er, Anfang der 70er auf den deutschen Markt, also jetzt die Filmkopien. Wie präsent waren Spielfilme auf Super 8 in den Medien und im Alltagsleben der 70er Jahre? Es gab ja immer schon die Gruppe der Selbstfilmer, die angefangen mit Normal 8 Filmen, mit der Aufzugskamera von Bauer und dann kam Super 8 und Kodak und überflutete die Welt. Super 8 Kameras, vor allem die Japaner, waren da immer recht vorne. So, und irgendwann haben dann auch kleine amerikanische Firmen, so wie Castle Films und sowas, die Idee gehabt, wir machen mal so kleine 17-Meter-Rollen, wenn es geht, Lawrence von Arabien gepresst auf 5 Minuten, und die verkaufen wir. Oder irgendein Adventure mit Elefanten in Indien, 10 Minuten, Stückchen Doku. Die wurden sehr gut verkauft, weil natürlich der Selbstfilmer sein Programm zu Hause mit seinen selbstgedrehten Filmen aufmotzen konnte. Dann ging es weiter, so kleine 60-Meter-Fassung, auch schwarz-weiß, Castle-Films. Da gab es die Frankenstein-Filme, es gab eine Episode von Emma Peel, da konnte man sich separat ein Tonband dazu kaufen mit dem Ton. John Steed, Emma Peel, habe ich mir gekauft, war damals sensationell, dauerte, glaube ich, 12 Minuten oder so, 2 Rollen. Aber das war toll. Ja. Ins Bewusstsein der Leute ist es eigentlich eben durch die Selbstfilmerei gekommen und dann haben die Leute angefangen, auch Spielfilme zu sammeln, die nach und nach rauskamen. Gab es Firmen wie Interparté in Frankfurt, die waren da vorne. Meistens hatten die Sachen englischen Ton, weil sie importiert wurden, bis deutsche Hersteller auch gemerkt haben, ja, wenn wir die Rechte kriegen und deutschen Ton machen, machen wir eine deutsche Fassung, weil wer will das schon Englisch hören? Und so ist es langsam eine Szene gewachsen, über den Fotohandel und auch über die Kaufhäuser. Ich weiß, in München, der Hertie, große Fotoabteilung, hatte einen, ich sage jetzt 25, 30 Meter langen Tresen voll mit Super 8 Filmen, alles, was man sich wünschte. Da hat man schwitzend gestanden und gesagt, oh, was es alles gibt, aber pro Rolle 149 Mark war natürlich viel. Es war im Bewusstsein der Leute, viele haben das als Gaudi empfunden, Spielfilm zeigen in gekürzter Form, einfach, ach ja, den haben wir ja gesehen und da sind ja die Höhepunkte und so weiter. Durch die relativ hohen Preise war es einer, ich sage mal, gewissen Gruppe vorbehalten, die man jetzt auch nicht beziffern kann. Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, weil das so teuer war. Ja. Wer war da eigentlich die Zielgruppe letzten Endes? Wer hat sich denn sowas gekauft? Ja, wenn man mal berechnet, dass damals schon so eine Rolle K40 Kodak, ich glaube, umgerechnet 13 Mark kostete für 3,5 Minuten Film. Wenn man auf 24 Bilder gefilmt hat, waren es nur noch 12 Minuten oder so. Das musste man sich leisten können. Da war zwar die Entwicklung drin, aber dann kam eine Tonspur drauf. Das kostete auch wieder pro Meter. Das heißt, es war immer ein teures Hobby. Und die sich das leisten konnten oder gar dann schon ein bisschen Heimkino gemacht haben zu Hause, die haben dann auch angefangen, Spielfilme zu sammeln. Und dann hat man natürlich einen Filmabend miterlebt, da sagt ja toll, was du da hast, das möchte ich auch, was gibt's denn da so? Und so ist der Markt ein bisschen gewachsen, aber es war immer, ich will nicht sagen eine elitäre Gruppe, aber es waren schon die Besserverdienenden, die gesagt haben, das gönne ich mir jetzt oder ich kaufe mir jetzt mal einen Film. Sie hatten ja engen Kontakt zu den Filmvertrieben. Und die Frage war jetzt, wie war denn der Ablauf, also die Herangehensweise, um so eine Super 8 Filmkopie auf den Markt zu bringen? Also wie ging es da los? Wer suchte den Filmtitel aus und aus welchem Grund? Was war so der erste Schritt und wie ging es dann weiter? Ja,
Also erstmal war es so, es gab ja drei Firmen. Es gab Firma Piccolo Film, es gab die UFA und es gab Marketing, das waren die drei führenden. Erstmal musste man natürlich die Rechte kaufen. Man kann ja nicht einfach einen Film veröffentlichen, es wäre eine Raubkopie gewesen. Also hat der entsprechende Einkäufer angefragt, können wir die Filmrechte haben für Super 8? Weil in den früheren Verträgen von den Kinoverleihern gab es diese Worte nicht. Es gab ja auch das Wort Video nicht, sondern man hatte Rechte an Kinoauswertung und konnte jetzt neue Rechte vergeben. Und hat natürlich gesagt, naja, warum sollen wir das nicht mitnehmen, wenn die anständig bezahlen? Dann gab es natürlich oft Streitigkeiten darüber, machen wir jetzt einen Einteiler, machen wir einen Mehrteiler, da zeigen wir ja schon den halben Film, das ist schon eine Dreiviertelstunde. Gehen wir die Leute dann noch ins Kino, war die Bedenken bei vielen. Beispiel Jugendfilm hier in München, die haben die Asterix-Filme. Der Herr Kamm, mein früherer Chef, ich habe da gearbeitet, der hat getobt, als er gehört hat, dass die Asterix-Dinger auf 60 Meter Kolorton rauskamen, weil er gesagt hat, unser Kinogeschäft ist im Eimer. War natürlich völliger Unsinn, aber die Angst war da. So, dann haben natürlich die Firmen sehr schnell gemerkt, dass man da gut Geld machen kann. Der Fotohandel hat mitgezogen, weil auch der brauchte mal was Neues, außer Kameras und belichteten Film. Die haben also wirklich eingekauft. Es gab ja damals immer schon die Fotokina. Und dann haben halt die Firmen ihr neues Programm vorgestellt. Übrigens die Filme immer schon fast zum Kinostart oder ganz kurz danach. Es gab noch keine Auswertungsfenstersperren wie heute bei DVD oder so, sodass man wirklich sagen konnte, toll, der weiße Hai, das war doch gerade erst im Kino, das konnte ich mir jetzt kaufen. Das war ein wesentlicher Kaufanreiz. Das heißt, die Entscheidung, ob ein Film als Einteiler oder Dreiteiler rausgekommen ist, das war jetzt nicht alleine Entscheidung des Vertriebs wie Piccolo oder UFA, sondern da haben quasi die Lizenzgeber auch noch mitgeredet. Ja, ganz klar. Und davon hing natürlich auch die Lizenz ab, weil die haben gesagt, ja gut, wenn ihr euch schon die Mühe macht, wir müssen euch eine Kinokopie geben oder ein Negativ, von dem ihr runtergehen könnt. Am Dreiteiler verdienen wir natürlich auch mehr, ohne den ganzen Film zu verkaufen. Das war einfach eine Rechenaufgabe. Denn die Arbeit war fast die gleiche, ob ich eine Rolle mache oder drei. Aber da wurde natürlich oft hart verhandelt. Außerdem ging es auch um die Attraktivität der Titel. Ja, es gab Filme, da reichten 120 Meter durchaus, weil mehr gaben die nämlich nicht her. Und andere hat man gesagt, okay, Terence Hill, Bud Spencer, die witzigen Dialoge müssen rein, wir wollen die ohrfeigen Orgien drin haben, da brauchen wir den Dreiteiler. Und wenn dann der Lizenzgeber zugestimmt hat, dann kam das auch raus. Okay. Und wer hat denn die Filme geschnitten? Ich kann nur von uns reden, von Piccolo Film. Wir hatten eine Dame, das war die Frau Karin Fischer, das war eine gelernte Cutterin, die arbeitet in der Bavaria. Und die schnitt hauptsächlich Dokumentarfilme, aber auch Spielfilme. Und die wusste eben, wie man aus Material, was auf dem Tisch liegt, versuchen kann, zusammenzuschneiden. Der Unterschied war, sie schnitt ja nun keine, 300 Minuten Film auf 90 Minuten, sondern sie musste aus einer vorliegenden Kopie eine logische Handlungsabfolge schneiden, dass noch der Sinn erhalten blieb. Das war nicht immer ganz einfach. Darin war sie aber recht meisterlich, weil sie hat sich erst den ganzen Film angeguckt, hat dann sogenannte Klammerteile abgeschnitten, hat gesagt, das nehmen wir, das nehmen wir. Dann haben wir gestoppt, wie lang wird es denn? Reicht uns das? Kommen wir mit 17 Minuten, waren es glaube ich immer aus, oder beim Dreiteiler etwas mehr. Und danach wurde dann hier noch ein bisschen gekürzt oder mal ein Tonüberlappen gemacht, damit der Schnitt nicht so auffiel. Man kann ja nicht einfach Bild und Ton absägen. Und das war eine sehr künstlerische Arbeit, jetzt aus einem 90-Minuten-Film wirklich eine 47-Minuten-Fassung zu machen. Eine sehr kreative Aufgabe. Das ging mal gut und auch manchmal schlecht. Es gab auch schlechte Beispiele, wo man gesagt hat, was soll das jetzt eigentlich? Ich weiß gar nicht, worum es geht. Das heißt, die Cutterin hat quasi entschieden. Ja. Und dann wurde quasi diese Schnittversion, die sie dann fertiggestellt hat, erstmal überprüft und abgenommen, dass das so in der Richtung dann weitergeht. Also bei uns im Prinzip wurde es gar nicht abgenommen. Wenn sie es geschnitten hatte, ging das in drei Kartons in die Bavaria rüber. Die mussten davon ein Negativ ziehen und haben dann später die sogenannte Nullkopie geliefert. Es gab oft mal Probleme beim Ton, mal mit der Blende oder so. Das war eigentlich alles. Den Chef hat das eigentlich nicht interessiert. Der hat nur gesagt, wann können wir in den Handel gehen, wann können wir veröffentlichen, wann können wir den Katalog machen. Also der hat jetzt künstlerisch überhaupt keinen Einfluss genommen. Das war aber sehr schön, weil man hatte dann auch relativ freie Hand. Sie waren ja auch bei Piccolo tätig. Ja. Was waren denn da so Ihre Aufgaben? Also meine Aufgabe war, ich war damals Werbetexter, nannte sich das so schön. Ich musste die Kataloge machen, die man auf den Messen bei den Händlern und so fahren, die schönen bunten Super 8-Kataloge, auch die Videokataloge, das war dann wesentlich umfangreicher, weil es ging dann schon los mit Euro-Video, die hatten dann schon Rechte gekauft und teilweise hatten wir Super 8 und Videorechte. So, und dann diese ganze Gestaltung der Kataloge in Absprache mit der Grafikerin, was nehmen wir für Bildchen, was machen wir, Texte habe ich alle gemacht. Und das musste alles in eine Form gebracht werden, sodass man es drucken konnte, weil das waren sehr hochwertige Kataloge auf sehr gutem Papier, das war nicht billig. Man wollte ja auch auf Messen und gerade im Handel draußen zeigen, was wir Tolles haben, also edel.
Der Preis war ja auch edel, wie wir eben gesagt haben. Also musste man schon sehr edel präsentieren, damit auch die Händler mitgezogen haben. Das war eigentlich meine Aufgabe. Aber da wir Tür an Tür saßen, das berühmte Büro mit einer Glasscheibe dazwischen, habe ich dann gesagt, was läuft denn da gerade? Kann ich da mal mitgucken und so? Und so hat sich dann auch mal Zusammenarbeit ergeben, dass die Kötterin gesagt hat, wie findest du das? Findest du das gut? Du kennst doch den Film und so. Das war dann irgendwie unheimlich nett, weil ich gesagt, das würde ich rausnehmen, das muss aber rein. Also so Sachen, das konnte man mitentscheiden, fand ich toll. Hat ja niemand hinterher gewusst, aber ich fand das toll. Und sie hat auch gesagt, ja, hast eigentlich recht, nimm mal das rein. Oder sie hat gesagt, na, das geht gar nicht, was du davor hast, der Dialog ist zu lang. Also richtig kreativ aus einem fertigen Film von einem berühmten Regisseur den kleinen Sirup machen. Sie haben ja auch den Film Xanadu, also diesen zweiten ja. für Piccolo, im Alleingang quasi geschnitten. Ja, ja. Wie sind es denn dazu gekommen, dass Sie das dann auch gemacht haben? Ja. Wir hatten ja Universal im Vertrieb, Universal 8. Da kriegte man eigentlich immer aus den USA ein fertiges Negativ. Das galt für die ganze Welt, in Japan genauso wie bei uns. Und man musste nur den deutschen Ton anlegen. Man konnte aber, das war vertraglich zugesichert, bei ein, zwei Titeln im Jahr sagen, entweder die wollen wir gar nicht, das ist uns zu amerikanisch. Beispiel Blues Brothers haben wir nicht gebracht, ging nicht. Und bei Xanadu war es so, dass die nur eine komische 120er-Fassung selber gemacht hatten, in der zwar Olivia Newton-John fünfmal sang und dann ging der Vorhang zu und das war's. Und da haben wir gesagt, Moment, der Film war in Deutschland ein Riesenerfolg. Wir müssen schon die Geschichte wiedergeben. Und an unsere Zielgruppe, die Erwachsenen, denkend, habe ich gesagt, Gene Kelly spielt mit, ist aber nicht zu sehen. Und es kommt der legendäre Spruch, wo die sagt, haben Sie schon mal getanzt? Da sagt er, ja, gelegentlich bewege ich meine Füße. Da habe ich gesagt, das muss in den Film rein. Dann hat der Chef gesagt, okay, dann machst du das. Und dann durfte ich einen Zweiteiler schneiden, logischerweise fast die ganze Musik, alles was ging, die Handlung nur angedeutet, die war eh ein bisschen schwach, die Handlung. Aber natürlich, Olivia Newton-John, dann die Tanzszene mit Kelly musste ganz rein. Und ich muss sagen, später haben wir dann sehr viel Resonanz aus dem Handel bekommen, die gesagt haben, ja toll, das wollten die Leute sehen. Ja, das ist Legende und modern, es war ja Pop und dem Electric Light Orchestra und so weiter. Ich war halt alles drin und das war schön. Und ein Zweiteiler hat eigentlich für damalige Verhältnisse sehr viel gezeigt. Die ging im Handel sehr, sehr gut. Wie hoch war da die Auflage? Wissen Sie das noch? Also die Auflage war eigentlich immer so, also man muss immer sagen, die Erstauflage, weil davon hingen die Kopierkosten ab. Die Bavaria hat ja die Super 8 Kopiermaschine gehabt und die haben natürlich gesagt, ja, ab einem gewissen Meterzahl wird es billiger. Um ein Beispiel zu geben, eine Super 8 120 Meter Rolle kostet in der Herstellung etwa 22,50 Mark mit Ton. Wenn wir jetzt gesagt haben, wir machen 500 Stück, dann kostet die nur noch 18,50, so in der Richtung, das stimmt jetzt nicht genau. Also hat man überlegt, welches Potenzial hat denn der Film? Ist das jetzt ein oller Klassiker wie die Brücke am Quai, der 100 Jahre alt ist, oder ist das jetzt Xanadu oder sowas? Dann machen wir natürlich von vornherein eine höhere Auflage, weil die bringen wir dann schon unter. Das war eine Entscheidung des Chefs, weil der natürlich nur kalkuliert hat. Der hat gesagt, machen wir so und so viel. Da kam der Bavaria-Vertreter, es gab nur einen Vertreter, der hat dann ausgerechnet, was es kosten würde und so Kostenvoranschlag und dies und alles. Danach richtete sich das so ein bisschen. Und wissen Sie noch ungefähr die Auflage von Xanadu? Ja, also die Auflage war immer, ich sage ja, die Erstauflage waren immer etwa 300 Stück. Ah ja, also 300 mal Teil 1, 300 mal Teil 2. Mhm. Immer mit der Option, das Negativ und Tonband liegt ja da. Okay. Wenn die zu Ende ging, wir hatten extra einen Mann im Lager, der es geprüft hat, wie viel haben wir denn noch? Dann wurde einfach nachgelegt. Dann wurde angerufen und gesagt, wir brauchen noch mal 200. Die waren dann 5 Tage später da. Also man hat nicht so auf Halde gemacht, sondern schon immer auf Abruf, weil Film belichtet kann man nur noch wegspeisen, wenn ihn keiner kauft. Das heißt im Endeffekt so eine Auflage für den Film, der kam dann unter Umständen, kam raus, aber wurde vielleicht nur 1000 Kopien gemacht. Möglich, das ist schon viel. Das war schon viel damals sogar. Ja. Also um Beispiel zu geben, es gibt dieses berühmte Fußballspiel aus Die Hexe in ihrem fliegenden Bett, dieser Disney-Film. Und es gibt Den Münchner im Himmel von Adolf Gondrell. Ja. Da muss man sich vorstellen, wurden so um die 200.000 Kopien verkauft. Ja. So, das hat richtig Geld gebracht. Das waren ja so kleine 60-Meter-Röllchen. Das waren die Hits. Um nochmal zurück auf Xanadu zu kommen, haben Sie auch Einfluss gehabt auf die Covergestaltung? Das hat unsere Grafikerin gemacht. Die kriegt den Fotosatz von der Universal und die Bilder. Ich habe oft bei den Fotos mit ausgewählt, weil es gibt ja auch bei Aushangfotos Sachen, wo man sagt, warum haben Sie das denn gemacht? Das ist heute beim Kino nicht anders. Da habe ich dann gesagt, komm, mach mal das und das. Und natürlich das Plakatmotiv möglichst vorne drauf. Und das hat dann die Grafikerin wirklich mit der Schere geschnitten und gebastelt, ein Layout gemacht. Dann wurde mein Text da eingepasst. Das ging ja manchmal so über 5 Ecken.
Und wenn das fertig war, ging das ab in die Druckerei. Die haben auch gleichzeitig die Schachteln gemacht. Das war eine Firma, die druckten die Einleger, die wurden schon da reingelegt. Dann kamen die Schachteln leer in riesen Containern oder Kartons. Und bei uns saßen dann zwei oder drei Frauen, die tüteten dann immer die Filme ein. Die wurden noch eingeschweißt und rein in die Schachtel. Und dann gingen sie ins Regal. Und wissen Sie noch, was quasi Piccolo dann verlangt hat vom Einzelhandel? Also um quasi rauszubekommen, was der Einzelhandel dann letzten Endes für eine Gewinnmarge da gehabt hat? Ja, das erinnere ich. Also der typische Verkaufspreis war ja 149 für eine 120-Meter-Rolle. Und ich glaube, der Handel hat so um die 80, 85 bezahlt. Plus Mehrwertsteuer, und das weiß ich jetzt nicht. Also das war auch schon teuer, weil Rücknahme war nicht. In dem Moment, wo die Schachtel auf war oder der Film aus der verschweißten Folie genommen war, war er gespielt. Es war den Händlern auch aus Urheberrechtsgründen verboten, im Laden jetzt zu projizieren. Weil das wäre ja eine tolle Werbung gewesen, sagen wir haben den neuen Disney-Film und der läuft jetzt. Das ging nicht. Also die mussten wirklich Schachtelware verkaufen nach dem Motto, du kennst den Film und hier ist er. Öffentlich, sonst wäre es öffentliche Aufführung, was auch in jedem Vor- und Nachspann stand. Öffentliche Aufführung ist, ähnlich wie heute bei DVD, immer noch verboten. Und Disney ist ein amerikanischer Konzern, also da waren die Anwälte in der Tür, wenn einer einen Bambi vorgeführt hat, irgendwo im Fotoladen. Ja, dann kamen die aber, dann wurde es teuer. Also insofern kann ich das nicht genau einordnen, aber so circa 80 Mark hat der Händler gelöhnt. Der Rest war dann unsere Spanne. Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie da durchaus auch mal mit der Katharin zusammen bei dem einen oder anderen Titel mit dabei waren. Ja. Bei welchen Titeln haben Sie denn noch so Ihren Einfluss geltend machen können? Fällt Ihnen da irgendwas ein? Ja. Also einmal weiß ich noch, es gab den schönen Film Die Tiefe mit Nick Nolte und ich glaube Jacqueline Bisset. Da hat Universal auch gesagt, da kann jeder seine eigene Fassung machen, weil die Japaner wollten mehr Blut sehen unter Wasser, die Deutschen wollten aber mehr Jacqueline Bisset sehen, so ungefähr. Da konnte man selber, da habe ich dran mitgemacht, das weiß ich. Was mag es noch gewesen sein, kann es schwierig sagen. Auf jeden Fall war es, wenn bei den Mehrteilern, weil da die Auswahl schwieriger war. Ich weiß, wir haben gehabt der Supercop mit Terence Hill, das war auch ein teurer Dreiteiler. Da war ja auch die Frage, was nimmt man denn? Und da hat die Kötterin auch gesagt, weil die war ja routiniert, die wusste, was technisch geht. Und die hat dann gesagt, das kannst du vergessen. Oder ich habe gesagt, kann man nicht, wenn man da eine Tonblende, dann hätten wir doch den einen Satz noch mit drin. So haben wir da am Schneidetisch gesessen und das war eigentlich, das hat wahnsinnig Spaß gemacht natürlich. Ne? Wenn ich es dann nachher gesehen habe, schön, hast du irgendwie so mit dran gemacht. Prima.